Er wird mir helfen. Moin, ich helf ihm. Oder du. Oder auch, ne? Dunkel, die Feinde zu verwirren. Schön, dass du auf meinem Kanal bist. Kraft und Stahl, ihren Willen zu brechen. Magie, das Schlachtenglück zu zwingen. Licht, uns zu leuchten. Harte Zeiten erfordern einen besonderen Rat, wie ihn die Welt noch nicht erlebt hat. Mit vereinten Kräften beenden wir den Krieg. So, Heroes of Might and Magic 7. Das letzte Spiel in der Folge. Die anderen habe ich schon noch auf meinem Kanal. Es ist 5 Jahre her, dass ich die zuletzt gespielt habe. Ich glaube, dies habe ich auch gar nicht ganz zu Ende gespielt. Mal, die Version 6, da habe ich lange dran gespielt. So, er lädt. Und lädt. Und. Gut. Dann wollen wir mal gucken, dass wir den Sound mal wieder ausstellen. Master Sound, Musik aus. So, das ist schon mal. Oh Mann, du. Audiosprache Deutsch, das andere können wir alles einlassen. Master Sound, Soundeffekte, bla 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 bla. Blub blub blub. Speichern. So, was haben wir denn noch hier? Den können wir alles. Jo, wir werden das Tutorial spielen. Mal gucken, ob das alles soweit hier okay ist. Video 29.8080, jawohl. Housing weiß ich nicht. Blumen ist auch eigentlich, naja. Gucken mal, wie es läuft so damit. Ne? Benutzeroberfläche, Untertitel ein, jawohl. Ausdrehung, Fensterfixierung der Maus aus. Benachrichtigung, ja, Benachrichtigung ist immer gut. Drehen mit Tastatur, Zielanzeige ein, eigenes Protokoll aus, Tooltip Cooldown, Wärmeplay, KI-Tempo, Schlachtgeschwindigkeit, Autospeichern aktivieren, was das hier jetzt ist. Keine Ahnung. So, Tastatur, ach du Scheiße hier. Tastatur, Aktivtaste, Held wählen und ach ne. Gut, speichern wir doch mal alles. Und jetzt legen wir mal los hier, ne? Tutorial. Grundlagen, Stadtbildschirm, Schlacht, Talentrad. Also, da haben wir noch einiges vor uns und mal gucken, wie weit wir kommen. Dieser Link spielt das Einführungsvideo im Browser ab. Möchtest du fortsetzen? Okay. Ach, im Browser? Nee, das habe ich jetzt nicht gewollt. Die grundlegenden Spielprinzipien. Ach, du Scheiße. Das wollte ich eigentlich nicht. Dann gehe ich da mal wieder raus. Stadtbildschirm. Auch Schlacht. Also, die könnt ihr euch alle bei YouTube angucken. Zurück, zurück. Dann spielen wir mal das Einführungsspiel. Ein bisschen Grundlagen haben wir ja schon von den anderen Spielen. Ja, wollen wir mal sehen. So, willkommen mit dem Helden Ella. Ella, Ella. Helden sind die Essenz des Spiels. Spiel entdecken, Schätze sind Schlachtenschlüssel. Lernt die Beweglichkeit der Vollanwendung, Spiel kann in Einführung nicht gespeichert werden. Okay.
Klickt auf eine freie Stelle, so plante wie euren Helden zieht. Ja. Hier werden die angezeigt. Ja, ne? Wenn das runtergeht, dann. Ja. Erforscht die Karte weiter. Ja. Kamera schwenken. Das war die rechte Maustaste. Das ist die mittlere. Da steht ja einer. Guck mal da. Per Mausrad zoomen und rein und raus. Sehr gut. Kamera zurücksetzen. Taste Bild oben. Aha, so ist die hier zurückgesetzt. Hier haben wir die kleine Karte. Jawohl. Also das ist dann noch das ausgefeilte Spiel von allen. Ne? So, jetzt haben wir hier gleich ein Problem. So, bewegt die, beendet die Runde und zur nächsten Taste gelangen. Runde beenden oder E drücken. Ne? Neue Aufgabe entdeckt. Aufgabenprotokoll. So, wählt mit einem Klick eine Aufgabe aus. Auf der rechten Seite sind Ziele und Belohnungen aufgeführt. Die Kronen-Icons auf der Minikarte zeigen Schauplätze an, die für den Abschluss besucht werden müssen. Markierungen für die aus können mit einem Klick auf Aufgabe ein- und ausgeblendet werden. Okay. Entdeckt und kämpft. Entdeckung ist der Schlüssel, bla bla bla. Besucht die Sammelflagge, hebt die Rohstoffe auf. Belohnung, 1000 Erfahrungspunkte und 3000 Gold. So, Aufgabe verfolgen, Aufgabe auf Minikarte anzeigen. Da. Schwaches Artefakt, Kopf ist plus 2. Oh, das, die zeigen sie auch an, das ist ja toll. Ella, Spieler 1, ihr. Gut. Klickt hier, um das Aufgabenprotokoll zu schließen. Hier. Ach da. So, jetzt geht das hier unten rein und jetzt. So, jetzt sollen wir erstmal Janet hier. Für die nächsten drei Schlachten gleich. Wow. Mhm. Ja, mit der Alt-Taste. Das ist neu hinzugekommen. Das gibt es ja bei anderen Spielen auch. Ne? So, und jetzt sollen wir den noch einsammeln hier. Hier oben werden die Vorräte angezeigt, die wir haben. Jetzt haben wir Holz. So. Okay. Wow, so, jetzt können wir hier 1 bis 4, das steht noch nicht fest, okay. Nur zu, greift sie an. Yeah! Schlacht beginnen. Schnellschlacht ist noch ausgeklammert, ne? Damit der unbescholtene Spieler das auch lernt. Bevor die Schlacht beginnt, gibt es eine Aufstellungsphase. Drag und Drop. Okay. Die stehen schon da. Die sind ja jetzt positioniert hier. Gut, klickt, wenn ihr bereit seid. Yeah. So, das ist rundenbasiert. So, mit der höchsten handelt zuerst, die mit der niedrigsten zuletzt. So, greift mit eurem Helden an und zieht dann die Wächter. Ach hier, Heldenangriff. Da, ja. Tötet 0, aber macht es schwach. So, und jetzt sollen wir den Wächter ziehen.
Wie weit kannst du denn laufen? Du kannst auch bis dahin laufen. Dann ziehen wir dich immer nur dahin. So. Ne, aus der ihr angreifen wollt. Können wir den nämlich auch von hier aus angreifen. So, tötet 1 bis 2 und wenn ich hier vorne bin, tötet nur einen. Ne? Also haben wir von hinten haben wir bessere Chancen. So, dann los. Ach, warte mal, kann ich jetzt auch hier? Heldenangriff? Ja, los. Jawohl, und jetzt ist der dran hier. Jetzt können wir hier. Yeah, und zack. Macht das gleiche mit uns hier und wieder. Gegenschlag, Runde 3. Was haben wir hier denn noch? Zauberbuch? Ist nicht viel drin, ne? Okay, dann nehmen wir den hier. Aber er hat Schaden erlitten und jetzt gehen wir von hinten ran und zacki bumm. Ja, da hast du nicht mit gerechnet. Ja. So, und dann gibt's gleich 180. Hebt jetzt das Artefakt auf. Er hat automatisch, weil sie noch keinen angelegt hat. Okay. Armee und Inventar. Okay. Hier, da ist der Hut. Da haben wir die Mütze auf, plus 2 Sichtweite und zwei Magie hat sie. Und das ist hier Heldenwiki. Also da kann man noch mal nachlesen alles. Ne? Ja, ist doch schön. Gut, dann machen wir wieder zu. Und jetzt gehen wir durch das Tor. Tausend und 3000, okay. Neues Talent. Klickt hier, um den Talentpunkt einzusetzen. Das ist natürlich bei Heroes 6 nicht so schön gewesen. Der Fähigkeitserneuerung. Jetzt seht ihr alle Talente, die Ella lernen kann. Jeder Ausschnitt stellt ein Talent dar. Also von oben nach unten oder von innen nach außen. Mal gucken. So. So, dann wollen wir mal gucken, was wir denn hier mit ihr lernen können. Führung, Erkundung, Lichtwissen, da hat sie ja schon was. Und hier hat sie auch schon was, ne? Fortune! Vermindert die Mana-Kosten oder 20 Mana nach einer Schlacht. Hier, Lichtgelehrter, Lichtzauber nur 20, Lichtwissen, Heilung, das ist gut. Oder hier, Rechtschaffenheit, Heilschwester, oh, gibt's auch einen Heilbruder. Solidarität, plus 1 Abwehr, Benachbarte. Ja, also da hat man was aus den D&D-Regeln auch hier schon eingebracht. Ne? So, hier, wenn man da hinkommt, dann hat man natürlich ganz tolle Sachen. Ne, da muss man eben gucken, was will ich denn letzten Endes überhaupt alles für Sachen haben. Ne? Ne, von Lichtmagel, das ist alles noch nicht freigeschaltet hier. Und doch hier ist schon was freigeschaltet. Hier, das könnte ich jetzt freischalten. Ne?
Oder eben hier, wenn das braun ist, ne? Was ist das denn? Ökonomie, Führung, Erkundung, Schicksalsmacht, das ist auch nicht schlecht. Diplomatie, neutrale Armeen, Luftmagie und arkanes Wissen. Und er gewinnt 10% mehr Erfahrung. So. Statthalter, alle verbündeten Helden in dieser, im Einfluss dieser Helden, plus zwei Macht, plus zwei Abwehr, plus zwei Magie. Oh ja, das lernen wir doch mal, ne? Komm. Yeah! So, jetzt haben wir nur erstmal das Grundsätzliche freigeschaltet. Jetzt müssen wir diese Punkte dann auch noch einzeln hier, ne? Kämpfer, ne, das kommt dann. Gut, die, ne, die haben wir noch nicht, sonst wäre das jetzt hier schon frei. Ne, beendet die Runde, um fortzufahren. So, erstmal da raus. Und Runde beenden. Die Stadt im Norden erobern. Gibt es hier denn noch irgendwas? Was ist das? Zufluchtbasisdomizil. Aha. Also das ist schön, dass es dieses Tutorial gibt. Jetzt holen wir uns erstmal das Gold. Ja, Schmiegels braucht Gold. Oh. Und Holz. Und Schluchtenheim. Befestigung keine. Indem ihr auf die Stadt klickt. Zack. Begebt euch zum Baubildschirm und baut ein Domizil. Domizile ermöglichen euch die Anwerbung neuer Kreaturen. Also, Bauwerke errichten. 1. Erkerturm. Fertig. Aha. Gut, da bleibt uns ja nicht viel übrig. Bauen Erkerturm. Basisdomizil. Ermöglicht die Anwerbung von Armbrustschützen. Und jede Woche kommt 20 dazu. Ne, benötigt 5 Holz und 1000 Gold. Das brauchen wir jetzt. Yeah. Geht zum Anwerbungsbildschirm. Hier ist er. Ne? Klickt auf Anwerben oder alle Anwerben. So, alle Anwerben. Yeah. So, die sind jetzt in der Stadt hier noch. Das ist die, der Stadtbildschirm. Wenn man die jetzt bewachen lassen will, dann bleiben die hier. Aber wir wollen den ja mitnehmen, also ziehen wir uns den hier unten rein. Wir könnten den auch damit draufziehen, aber so haben wir zwei Seiten. Ach nee, das ist ja auch ein ganz anderer hier. Das ist ein Wächter und das ist ein Armbrustschütze. Das geht ja dann ohnehin nicht, ne? Hier kann man noch eine Info anzeigen. Da kann man nochmal teilen, ne? Also das sind alles so diese gängigen Sachen, die man hier machen kann. So, und dann gehen wir wieder raus aus der Stadt. Ja, aus dem Baubildschirm, jetzt haben wir hier den Erkerturm gebaut. Ne? Und jetzt gehen wir ganz raus. Klickt auf Ihr Bild, damit ein Held ausgewählt ist. Aha. Die Goldmine im Osten, die wird euer tägliches Goldeinkommen steigern. Das ist diese hier, ne? Ja. Ja, tadam, tadam, tadam. Ah, wieder keine Bewegung übrig. Und, yo, ihr seht einen blauen Bereich auf der Minikarte. Hier ist er. Okay. Hm, gelesen? Okay. Erober das Domizil im Süden. Das war dies hier, ne? Jetzt gehen wir aber erstmal hier ein bisschen sammeln, ne? Ja, schön Schluck nehmen. Ja. Oh, die habe ich ja gar nicht gesehen hier. Drachenstahl, den müssen wir mitnehmen. Very, very good. Very important. Ah, schon wieder. Bello, bello, impossibile. So, dann gehen wir mal rein. 7 Wächter und 7 Armbrustschützen. Gehört zu Schluchtenheim. So.
Ne, jetzt haben wir hier auch schon wieder ein bisschen weiter. Ne, wir können also die Kreaturen, die da drin sind, die können wir auch, wenn wir hier in der Stadt sind, können wir die auch anwärmen. Ne, die werden dann halt dahin teleportiert. Ne? So, alle anwärmen. Ne? Was haben wir hier denn noch? Rüstet alle auf. Rüstet alle auf. Was ist denn das? Wächter und Armbrustschütze. Aha. Gut, machen wir jetzt noch nicht. Wir holen uns hier erstmal alle. Gut, und hat er gleich hier mit zugepackt, ne? Weil das kann man nicht bewachen, so wie es aussieht. Okay, dann gehen wir wieder raus. Zum Arkanen Schrein um die Zaubersprüche. Da ist er. Aber erst holen wir noch Smeagols Gold. Ja, und jetzt lernen wir ein paar Zaubersprüche. Oh. Ella hat neue Zauber gelernt. Und wir kriegen ein Feuerelementar in unsere Armee. Was war das? Oh! Greift die Festung an und gewinnt die Kontrolle über alle an sie gebundenen feindlichen Bauwerke. So, erstmal hier nochmal Schattenstahl. Oh, ich liebe diesen Schattenstahl. Wenn ich genug Bewegungspunkte hätte. So, oh, noch mehr, komm. Oh, jetzt schleckern wir erstmal alles ab hier, komm. Oh. Ja. Ja, das ist mal lecker, ne? Ich liebe sowas. Wow, so, jetzt können wir hier reingehen. Gefahr gering, Spieler 2, Feind. Also man kann das auch zu zweit oder mehrfach, glaube ich, sogar spielen. Denn übernimmt jeder eine Partei, ne? Ist ja Logo. So, Ella. Oh, Feuerelementar, was ist hier noch? Infoanzeigen. Oh. Ne? Das ist ja ganz schön gemacht, Feuerelementar. Gut. Und dann wieder hier raus, hier oben. Zack. Shani, mein lieber Shani, du hast vergeicht. Oh, Hüschling, die sind gefährlich hier, die Viecher. Mann, und die Garde ist auch noch da. Habje und Knoll. So. Positioniert eure Kreaturen auf das Schlachtfeld. Ist ja schon. Was ich ein bisschen doof finde, ist, dass man nicht sieht, wo die anderen stehen, ne? Muss man so ein bisschen Blindflug machen. Na, macht nichts so. Wir sind gut genug. Die Festung ist durch eine Mauer geschützt. Aha. Okay. Ah ja, halben Schaden, gut. Kreaturen hinter, befinden Sie was den Schaden durchführen? Wird angezeigt, wenn ihr zielen könnt. Okay. Na. So wollte ich das haben. Jawohl, jetzt sehe ich auch wenigstens alles. Ne, kann ich jetzt mit meinem Helden erstmal hier angreifen? Mal gucken, was ist das denn hier für einer? Kann ich den vielleicht mal zumachen? Ja, wenn da einer vorsteht vor dem Schützen, können die nicht schießen. Das ist manchmal sehr ärgerlich. So, jetzt will ich mal gucken. Schaden, das kann ich nicht sehen. Toll. Habt ihr gut hingekriegt. Kann ich noch ein bisschen rauszoomen? Ja. Das ist blöd. Kann ich das nicht hier wegmachen?
Töte zwei. Ich glaube, die können werfen. Oder das hier. Die hier tötet. Dann nehmen wir die mal. Damit haben wir schon mal zwei weniger, ne? Feuerelementar. Der andere kann natürlich auch. So, wir müssen ja irgendwie ans Tor ran. Der kann überall noch hin, der kann mich überall erreichen. Aber ich müsste doch hier eigentlich geschützt sein, oder? Ja. So, wer kommt jetzt dran? Der Bogenschütze. Armbrust. Jawohl, damit sind die schon mal erledigt. So, jetzt. Er kommt raus. Ja, er kommt raus. Ja. Was ist hier? Um das Zauberbuch zu öffnen. Mhm. Rechtsklick abbrechen. Feuerstrahl. Werkstufe unfertig. Versuchen wir mal. Oh, das hat gleich zwei umgehauen. Eins bis zwei gegen wir nein. Und? Tötet eins. Ja, dann nehmen wir den hier, komm. So. Ja, je weniger hier vorne sind, umso besser. Ach, der kann nochmal. Oder was ist hier mit ihm? Kann ich noch einen vorziehen? Will ich das? Ich ziehe den da mal hin. So, jetzt bist du dran, ne? Tötet 1 bis 2. Wir müssen ja ran, ne? 2 hat er und er hat 4. Oh, shit. Jetzt haut er von hinten nochmal zu. Oh. Ja, man kann auch ein bisschen dichter ran noch, wenn man das will. Da sieht man, ne? Aber dann weiß man nicht mehr, welcher jetzt dran ist. So, jetzt hier. Komm, Junge. 3, 1 bis 3. Der Würfel rollt und wir haben 2. Verschiedene. Oh, ist das schon durch jetzt oder was? Ach, hier, jetzt kann ich hier. Dann warten wir mal. Man kann immer noch mal rumgehen und gucken. Na, dann nehmen wir den hier. Das ist die Wahrscheinlichkeit immer am größten, dass man mehr erwischt. Das weiß der natürlich auch. So. So, jetzt können wir hier Heldenangriff und tötet nur ein. Warte mal denn. Was ist denn Fortune? Oh, das hätte ich mal eher machen sollen. Jetzt nehmen wir Feuerstrahl hier. Vielleicht haben wir Glück. Nee, nur einen. Und weg ist er. Die Animationen sind ganz gut gemacht, finde ich. Ne, kann er nochmal schießen? Ja, dann schießt nochmal, komm.
Einer, jawohl. Ich schieße immer woanders hin, das finde ich blöd, aber vielleicht geht das ja fürs Ganze. Ach, da bricht er zusammen. Guck an. So, ich klicke darauf, um sie wieder aufzubauen und ihren Einflussbereich wieder herzustellen. 10 Holz in Erz und Gold. Weil die neue Aufbau kostet, ja. Festung gestatten euch aus zu beziehen. Ja, ihr könnt Karawanen bestellen. Versuchen wir das gleich einmal. Klickt auf die Festung. Auf die Flagge darauf klickt. So, wählt eure Stadt, um alle Kreaturen zu sehen, die ihr dort anwerben könnt. So, Karawane von Schluchtenheim nach Zufluchtfestung bilden. Okay, werbt mindestens eine Kreatur an, um die Karawane zu bestellen. Die Karawane beginnt ihre Reise und liefert automatisch ab, sobald sie die Festung erreicht. So, alle anwerben. Ja, die könnte ich alle noch upgraden hier. Ja, aber machen wir jetzt erstmal nicht. So. Okay, beendet die Runde, dann setzt sich die Karawane in Bewegung. Und Runde beenden. So, jetzt geht die los. Da, oh, die hauen ja schon ganz schön schnell um die Ecken hier. Halber Goldpreis für das Aufrüsten von Kreaturen. Ja, das ist doch ein Angebot. Besucht den Baubildschirm eurer Stadt und baut die Halle der Helden. So, wie besuche ich den Baubildschirm? Ihr könnt hier heute noch was bauen. Ah, das geht jetzt so. Bauen, Halle der Helden. Dann bauen wir das mal. Wow. 4000 kriege ich dafür. Yeah. So, besucht die Halle der Helden. Wo ist sie denn? Ist das hier die Halle der Helden? Ja. 4 neue tauchen auf. Wow. Eine Runde nach dem Verlust könnt ihr sie wieder anwerben. Okay. Dann werben wir mal. Das ist nur dieser hier, ne? Wie heißt der? Edric. Da ist er. Bewahrer Macht. Stufe 0. Mana 10. Und da kann man sehen, was für Werte er hat. Okay. Anwerben. So, Edric hat eine Stadthalterfähigkeit, von der eure Stadt profitieren kann. Besucht eure Stadt mit Edric und nennt ihn zum Stadthalter, indem ihr sein Porträt zu dem Platz oben links zieht. Dahin. Ah ja, jawohl. Okay. Öffne das Tor zum Untergrund. Ach, das wird wohl das hier sein, ne? Ne, Sägeberg. Wo ist das? Aufgabe auf Minikarte anzeigen. Wo ist die denn? Die. Steht sie nicht. Na gut, gehen wir da mal raus. Und hier auch wieder raus. Ach, da ist das. Ja, da sehen wir es. Jetzt ist es klar, ja. So. Ah, okay. Jetzt will ich erstmal gucken.
Ach so, die sind jetzt aber hier drin in der. Und ich will die ja mitnehmen. Elite aus, aufrüsten, Kürassier. Ich habe jetzt zweimal geklickt. Und ein Kaplan, hey! So, Ella. Ella, Ella. So, dann sind wir im Untergrund, siehst du? Öffne das Tor, um die Einführung zu beenden. Kann man hier nichts einsammeln, gar nichts? Das ist ja doof. Ja, kommen wir nirgendwo hin. Schade, da denn. Sieg. Noch einmal spielen? Nein, keine Angst. Hauptmenü. So, damit haben wir jetzt gesehen, was so machbar ist. Ah, Friedrich. Moin, moin, jo. Ja, ich achte da immer nicht so drauf. Tut mir leid. So, ne? Also, da kann man jetzt loslegen. Einzelspieler. Ihr habt im Prinzip die ganzen Sachen, die wichtig sind in der Spielmechanik, die habt ihr jetzt gesehen, auch die Karawane. Das ist toll, das wird später noch ganz wichtig. Da kann man sich dann immer die Krieger bringen lassen. Die sind dann da, wenn man sie braucht. Und also, das ist schon wirklich ein tolles Spiel. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich hoffe, euch hat das auch gefallen, was ich kurz hier vorgeführt habe. Na, dann würde ich mich über ein gefällt mir, ach, alles, was gut ist, freuen. Meistens natürlich über ein Abo. Und wenn ihr beim nächsten Video wieder reinschaut, bis dahin wünsche ich viel Spaß beim selber spielen. Bleibt gesund und denkt selber. Tschüss.